Ich begrüße sehr herzlich Martin Funder, Johanna Stemmler, Theresa Schwamm und Peter Philipp Stemmler, alle zusammen genommen das Amida Streichquartett. Und wir sprechen jetzt über unser gemeinsames großes Mozart-Projekt. Ihr nehmt sämtliche Streichquartette von Mozart auf und der Hindle Verlag hat alle Streichquartette Mozarts in 4 Bänden als Urtextausgabe neu herausgegeben. Wir haben da zusammengearbeitet, darüber wollen wir uns unterhalten. Und ich fange gleich mit einer persönlichen Frage an. Welchen Stellenwert hat denn Mozart, seine Streichquartette heute für euch im 21. Jahrhundert als Amida-Quartett? Also für uns haben Mozarts Streichquartette eine sehr, sehr große Bedeutung. Wir haben uns intensiv mit Mozarts Musik beschäftigt. Wir haben vor 15 Jahren als eines unserer allerersten Werke das KV 589 ausgewählt, haben das auf ganz viele Wettbewerbe mitgetragen und sehr häufig in Konzerten gespielt. Und es wurde zu einer richtigen Herzensangelegenheit für uns. Deswegen sind wir auch zum Studium zu Reinhard Goebel gegangen nach Salzburg, haben dort historische Aufführungspraxis studiert. Und mit ihm sind wir dann noch tiefer in diesen Kosmos Mozart-Streichquartett eingedrungen. Es sind ja insgesamt 23 Streichquartette oder wenn man die drei sogenannten Streichquartett-Divertimenti noch hinzuzählt, 26 Quartette, die alle auch im Hindle Verlag in 4 Bänden erschienen sind. Und wie wir alle wissen, gibt es die 10 berühmten, das sind die von Mozart in seiner Wiener Zeit komponierten. Und davor gibt es diese vielen Quartette, die er als, ja, als Jugendlicher komponiert hat. Gibt es für euch da irgendeinen, sagen wir, qualitativen Unterschied oder spürt ihr, die ihr jetzt alle Quartette so intensiv drauf habt, Unterschiede? Ja, also natürlich gibt es Unterschiede zwischen den sogenannten frühen Streichquartetten von Mozart und den späten, den 10 berühmten. Aber diese Unterteilung in Konzertquartette und mehr so Hausmusikquartette, die würden wir überhaupt nicht unterstreichen oder damit identifizieren wir uns gar nicht, weil wir auch sehen, dass die frühen Streichquartette absolut aufs Konzertpodium gehören. Die sind so vielschichtig, wunderschöne Musik. Es ist auch da schon eine ganz große künstlerische Ambition von Mozart zu sehen, dass er wirklich versucht, jedes Streichquartett anders aufzubauen. Und deshalb sind uns auch gerade die frühen sehr ans Herz gewachsen. Die Reihenfolge oder wie ihr die Quartette aufnehmt in der CD würde mich und eure Fans und überhaupt alle Streichquartettfreunde interessieren. In der Hähnle-Ausgabe habe ich die Auswahl so gewählt, dass wir 4 Bände genommen haben und die Anlage ist ganz chronologisch. Es fängt mit dem Lodi-Quartett an von 1770 und endet eben mit dem großen F-Dur-Quartett 590 im Band 4 als letztes Werk. Wie habt ihr es denn gemacht oder was plant ihr? Ja, wir sind da in der Tat einen etwas anderen Weg gegangen. Wir nehmen auch alle Streichquartette von Mozart auf, die frühen und die späten. Und wir haben uns überlegt, doch auch aus dramaturgischen Gründen eher die frühen den späten gegenüberzustellen, um auch das Genie Mozarts einfach in seinen jungen Jahren zu zeigen und dem gegenüber auch in seinen späten Jahren. Und ich denke, das ist eigentlich ein ganz guter Weg gewesen für uns, auch in Konzertprogrammen das so zu mischen. Und deswegen sind wir eigentlich ganz glücklich damit, das nicht chronologisch zu machen, sondern immer die Frühen den Spät gegenüberzustellen. Wir haben uns ja viele Male getroffen, zusammengesetzt, über die Quellen die Köpfe gesteckt, also Mozarts Handschrift, natürlich nicht im Original, sondern in guten Kopien, Erstausgaben angeschaut und haben unglaublich viele Details diskutiert. Eure CD-Einspielung basiert auf meiner Urtextausgabe. Und da würde mich natürlich interessieren, wie weit ihr profitiert habt von der gemeinsamen Arbeit am Text, an den Dokumenten. Ja, das war für uns natürlich als ausübende Musiker wahnsinnig interessant. Erstens auch einen Einblick zu bekommen, wie das Verlagswesen in dem Sinne funktioniert. Wir haben uns ja wirklich eingehend auch damit beschäftigt, wie früher in dem Sinne die Noten aufgewertet worden sind. Also mit dem Stecher, der mit hartem Werkzeug auf den Stechplatten arbeiten musste, welche Fehler auch aufgrund dessen in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten daraufhin auch entstanden sind.
und wie die Arbeit musikwissenschaftlich funktioniert, sich mit dem Urtext beziehungsweise mit der Handschrift zu beschäftigen. Und das war für uns natürlich auch eine sehr lehrreiche Zeit und so nah mit dabei zu sein, wie eine neue Urtextausgabe entsteht, in Sachen Spielbarkeit und Lesbarkeit, auch wie können wir eine gewisse Spielbarkeit verbessern. Es gibt jetzt mehr Klapptafeln, in dem Sinne gibt es auch Quartette, wo vier Seiten nebeneinander sind, in dem Sinne das hektische und schnelle Umblättern im Konzert gelingt hoffentlich besser. Jetzt in der digitalen Welt kann man natürlich auch mit Eingriff nehmen auf den Notenfluss, also in dem Sinne, wie weit ist der Zeilenabstand, wie weit ist der Takt, der Taktabstand, wie ist der Notenfluss, wie ist die Lesbarkeit in schnellen Sätzen, in langsamen Sätzen. Also das war für uns wahnsinnig interessant, das mit zu verfolgen und das auch in einer Art und Weise, natürlich im Stile des Hähnle Verlages, aber das auch ein bisschen mit begleiten zu dürfen. Ergänzend kann man vielleicht noch sagen, dass es für ein Streichquartett mit so viel, bei so viel Repertoire auch nicht häufig möglich ist, dass man so intensiv in diese Autografe hineinschaut. Und bei Mozarts Autografen kann man natürlich Sachen sehen, wie sah die Feder aus, welche Feder hat er wann wie benutzt, wann ist ihm die Tinte ausgegangen, war er sehr unter Zeitdruck. Also auch solche Sachen sind interessant für uns als Musiker und machen möglich, dass wir den Komponisten Mozart besser kennenlernen. Ganz nach dem Motto, wann wird ein Punkt zum Keil oder war es noch ein Punkt oder war es schon als Keil gedacht? Das sind natürlich dann für uns interpretatorische Dinge, die eine große Rolle spielen, weil das ist, glaube ich, in jedem Ensemble, in jedem Orchester, gerade bei Mozarts Musik ist das immer ein großer Diskussionspunkt, vor allen Dingen auch dann in der interpretatorischen Art, wie klingt der Punkt und wie klingt der Keil? Und wo genau wurde der gesetzt? Also, und diese wunderbare Handschrift von Mozart, er ist ja wirklich einer von den Komponisten. Wir könnten ja fast das Autograph vom Autographen spielen. Er hat wahnsinnig deutlich geschrieben, aber es gibt immer wieder Punkte, die man unter der Lupe genau betrachten kann und muss. Ein Fall, wo wir wahrscheinlich wirklich total konkret davon profitiert haben, von dieser Zusammenarbeit, ist zum Beispiel die Durchführung im Hofmeisterquartett, das Kircheverzeichnis 499. Da gibt es den Fall, dass die Vortragsbezeichnung Forte bisher in allen Ausgaben stand. Und alle Quartette und auch alle Aufnahmen, die es bisher davon gibt, spielen selbstverständlich Forte weiter. Und wie du ja aber entdeckt hast, Wolf-Dieter, ist dieses Forte erst sehr viel später in den Autograph hineingekommen, ist also gar nicht von Mozarts Hand. Und dieser Effekt, der entsteht, wenn man einfach Pianissimo weiterspielt in der Durchführung, ist phänomenal. Es kommt viel mehr Drama und Spannung in die Musik. Das stellt uns jedes Mal die Nackenhaare hoch, wenn wir das spielen dürfen. Das ist ein Fall, wo wir sehr, sehr dankbar sind über diese Entdeckung. Das ist wahrscheinlich eine der wirklich spektakulärsten Änderungen gegenüber dem bekannten Text. Es gibt aber noch einige andere Stellen, wo die bekannten Ausgaben ja Notenfehler haben. Nicht so häufig, aber doch hier und da. Aber die Musik, wenn ich so sagen darf, spielt bei dieser Urtextausgabe ja doch eher im Detail bei den Feinheiten. Und da darf ich vielleicht sagen, wie sehr ich profitiert habe von unserer Zusammenarbeit, wo es tatsächlich so ist, dass Mozart, der ja wirklich sehr sauber schreibt, so schnell seine Feder auch übers Papier fließt, so viel Ungenauigkeiten gibt es dann, wenn man genauer hinschaut. Also speziell bei der Frage, wie weit reicht ein Bogen oder wo setzt ein Bogen an? Das ist durchaus nicht immer einfach zu entscheiden oder gar nicht zu entscheiden. Das Gleiche gilt für die Platzierung von dynamischen Angaben, die Mozart üblicherweise immer ein bisschen vor der Note notiert, die er meint. Aber das ist auch nicht wirklich wie in einem Computerprogramm, sondern eben eine menschliche Hand gewesen. Und dann haben wir uns gemeinsam Parallelstellen angeschaut, also wo dieselbe Musik dann nochmal kommt, etwa in der Reprise, wo es dann wieder anders ist oder
vielleicht doch nicht anders. Und da habt ihr dann zum Instrument gegriffen und habt das gespielt und wir haben uns das gemeinsam angehört. Und weil es tatsächlich keine tausendprozentige Sicherheit bei solchen Fragen gibt, haben wir uns dann entschieden für eine Lesart, wie wir Philologen das nennen, also für eine verbindliche Angabe, die gedruckt wurde und gewissermaßen die Unsicherheit oder die Varianz, die da in dem Notentext steht, verbirgt sich dann als Kommentar im kritischen Bericht. Und so kann jeder Streichquartettspieler Dinge auch hier und da etwas anders machen im Detail. Also ich freue mich unglaublich, dass wir das zusammen machen konnten. Und wie gesagt, habe davon so viel profitiert, weil letztlich sollen diese Urtextausgaben ja den Musikern dienen, die Musik zum Erklingen bringen für ein Publikum. Es wurde vorhin gesprochen von der Praktikabilität unserer Urtextausgabe, also zum Beispiel die Klapptafeln, wo wir dann also gemerkt haben, dass man keinen Umbruch hinbekommt, wo man rechts unten auf der zweiten Seite gut blättern kann, ohne dass es zu Problemen kommt, wie es in allen Ausgaben bisher ja der Fall ist. Oder man muss den Text so eng stechen und drucken, dass er vielleicht nicht so gut lesbar ist. Da habt ihr auch sehr stark geholfen, wofür ich danke. Also die Praxistest, den hat die Ausgabe schon bestanden, bevor er auf den Markt kam. Jetzt sollten wir abschließend aber noch über unsere digitale Ausgabe von denselben Noten sprechen. Die Hähnle Library App hat alle Streichquartette Mozarts bereits veröffentlicht mit allen möglichen Features, die diese App bietet. Und ich stelle ja immer wieder fest, dass auch ihr selbst auf der Bühne immer häufiger vom Tablet-PC spielt und gar nicht aus der schönen gedruckten Note mit den Ausklappern und so weiter. Warum eigentlich? Könnt ihr die Vorteile kurz erläutern? Ja, die Arbeit am Tablet bietet sehr viele Vorteile. Und da geht es nicht nur ums Blättern, was natürlich dadurch wegfällt, besonders an sehr spannungsreichen Stellen, ist das ja manchmal etwas störend. Aber gerade die Arbeit an der Hähnle Library App hat uns extrem begeistert. Zum Beispiel für uns in der Probenarbeit, in der Ensemblearbeit, bietet es den Vorteil, dass man mit einem Klick von der Einzelstimme zur Partitur wechseln kann und wieder zurück. Man kann aus der Partitur spielen. Und die Arbeit wird dadurch extrem erleichtert. Man kann alle Stimmen studieren und nicht nur seine eigene. Das ist wirklich ein großer Vorteil. Außerdem gibt es die Besonderheit, dass man sich inspirieren lassen kann durch Bezeichnung, Strichbezeichnung, Fingersätze von bekannten Interpreten. Man kann praktisch eine Schablone in die Einzelstimme klicken, in die Blankostimme und man hat alle Fingersätze, alle Striche von bekannten Künstlern vorliegen. Und da haben wir uns als Amida-Quartett auch darin versucht und unsere Fingersätze und Striche aller Mozart-Quartette dem Hähnle Verlag zur Verfügung gestellt. Das war auch für uns eine große Herausforderung. Aber wir sind froh, dass es geklappt hat und dass diese Kooperation zustande kam. Und so kann man jetzt tatsächlich auch einen Teil des Amida-Quartetts auch in der Hähnle Library App entdecken. Vielleicht noch ein Wort zu eurer Gesamteinspielung. Ja, dieses CD-Projekt umfasst 5 Alben. Davon sind 2 Doppelalben und 3 Einzelveröffentlichungen. Und wenn alle diese 5 Alben veröffentlicht sind, kommt am Ende vom Jahr 2022 nochmal eine Gesamtbox mit allen 23 Streichquartetten von Mozart. Ich sage euch ganz herzliches Dankeschön für eure Zeit, für dieses kleine Interview, das sicherlich alle Amida-Quartett-Fans, alle Streichquartett-Fans und alle Hähnle Verlag-Fans sehr gerne anschauen und anhören werden. Und ich wünsche euch in der Endphase sozusagen der Einspielung jetzt noch viel Erfolg und Glück und natürlich auch in den nächsten Monaten viele schöne Konzerte, möglichst mit viel Mozart. Vielen Dank. Tschüss. Dankeschön. Okay.